da die Damen noch einmal vorgestellt. Rachel Bello Jura auf Bahn 2, FSG Basse-Cour. 12:15 ist ihre persönliche Bestleistung aus diesem Jahr, aber sie eher eine 400 Meter Spezialistin. Alize Ruska Essabül, 12:07, auch in diesem Jahr gelaufen. Marin Ecker aus Freiburg mit 11:95 aus dem letzten Jahr. Zora Rau fehlt, die Bahn 5 fehlt. Melanie Keller, die LCZ-Athletin, dann auf Bahn 6. 11:86 ihre persönliche Bestleistung aus 2013. Und Irma Schnero, Schönehef, sie fehlt ebenfalls. Also leider eine kleine Serie jetzt da. Zweite Serie der Frauen über die 100 Meter. Guter Start von Melanie Keller, sie die erfahrenste Athletin in diesem Feld, aber es sieht jetzt so aus von vorne, als Marin Ecker dieses Rennen für sich entscheiden könnte. Jawohl, es ist Marin Ecker, 12:16, die inoffizielle Siegerzeit für sie. Eine gute Zeit, aber nicht ganz im Bereich ihrer persönlichen Bestleistung von 11:95 aus dem Jahr 2017.